Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Вот что, перевертаться, бабушка, здорово! Вот что, перевертаться, кушает компот! Вот что, перевертаться, и мечтает снова! Вот что, перевертаться, пережит налет! Das ist schöne Musik. Was tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Nur die Wachen dürfen durch. Tut mir leid, ich kann dich nicht durchlassen. Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht gut tust. Und sie hatte recht. Verdammt, hältst du jemals deine Klappe? Na gut, dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Nein! Oh, Scheiße. Ein Traum. Puh, ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leg dich wieder schlafen. Wie süß. Na, dann mal auswecken. Niemand zu Hause! Überall Dreck, nur Dreck! Leute sind Dreck, wusstest du das? Lügner, Heuchler, Verräter, überall! Was? Ich bin Dreck? Na dann bist du scheiße, okay? Pass auf, mit wem du redest. Läufst herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren und scherzt dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Wer ist da? Artyom, bist du das? Ist alles in Ordnung? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Thank you.
Bist du das, Peter? Kannst du sie nicht selbst öffnen? Schon wieder den Schlüssel verloren, was? Los, such deinen Schlüssel. Du weißt, dass ich nicht aufstehen kann, Idiot. Du bist es, Artyom. Lass mich etwas ausruhen, ja? Ich muss bald auf Wache. Hau ab, Artyom! Hör auf! Ich bin beschäftigt! Solche Sorgen. Ich erinnere mich daran. Okay, Papa, tut mir leid. Ich bin sehr stolz darauf, war, dass seine Erfindung zur beliebtesten Waffe der Welt wurde. Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert werden. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordwaffe Nummer 1 in der Welt. Das ist noch schlimmer, als der Arzt zu sein, der die Guillotine erfunden hat. Und jetzt benutzen wir Patronen als Währung? Wie krank ist denn das? Denk mal drüber nach. Eine Kugel ist ein Leben. 100 Gramm Tee kosten 5 Leben. Ein Würstchen? Die Kleinigkeit von 15 Leben. Eine schöne Lederjacke? Du hast Glück. Sie ist im Angebot. Nicht 300, sondern nur 250 Menschenleben. Ja, der tägliche Umsatz des Marktes dürfte ungefähr der Anzahl Leben aller übrigen Metrobewohner entsprechen. Hey du, komm mal hierher. Sprechen verboten, hast du gehört? Und du, Artyom, solltest gehen. Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Ja, so ist das. Die haben mich geschnappt. Zur Hölle mit euch allen. Irgendwie muss man schließlich über die Ruhe. Ich wurde beauftragt, den Funk zu überwachen. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker hatte es als erstes erwischt. Anfangs wurden keine zivilen Ziele direkt beschossen und niemand hatte geglaubt, dass dies der Krieg wäre, der alles beendet. Und während ich den Funk überwachte, habe ich am Anfang auch viel seltsames Zeug gehört. Sibirien war still, aber die anderen übertrugen, einschließlich der Atom-U-Boote. Sie warteten auf Befehle. Sollen wir zuschlagen? Niemand konnte glauben, dass es Moskau nicht mehr gab. Marinekapitäne weinten über Funk wie Kinder. Die Mannschaften baten mich nachzuprüfen, ob ihre Familien zu den Überlebenden gehörten. Aber ich konnte nichts tun. Manche U-Boot-Besatzungen entschieden, Rache zu nehmen und begaben sich zu ihren Abschusspositionen. Andere meinten, dass weiteres Töten sinnlos wäre, weil die Welt sowieso dem Untergang geweiht sei. Die U-Boote meldeten sich lange Zeit immer wieder per Funk. Sie konnten mindestens ein halbes Jahr unter Wasser bleiben. Manche von ihnen wurden zerstört, aber nicht alle. Ich zittere noch immer, wenn ich an diese Tage denke.
Hallo, alles klar, nehme ich an? Zumindest geht's nicht schlecht. Tu etwas. Besorge das Geld, um Medikamente zu kaufen. Artyom, bitte. Mein Sohn ist krank. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir zurück, sobald ich kann. Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ich habe das Gefühl, den schon mal irgendwo gesehen zu haben. Hey, fang mich doch! Ich weiß nicht genau wo. Schau mal, das ist ein richtiger Helm für Sie. Der da ist auch nicht schlecht, aber der ist genau richtig. Ja, gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Ist Ihr Leben für Sie so wert? Reise transportiert. Zweimal voraus, drei in der Mitte, und eine hinterher. Alles war gut, bis wir durch einen Nebentunnel mussten. Da war diese Gestalt. Mit diesen Wegen. Es gibt eine große Ausfahrt. Und nur in unserem Land. Also banden wir den Hintermann ein Seil. Gute Wahl. Dann für die Mitte kommen. Und alleine der Voraus. Mit niemandem. Wie Sie wollen. Im Krieg ist die Waffe der beste Freund der Soldaten. Scheiß auf das Buch. Deshalb erzähle ich das ja. Wir gingen los. Nach halber Strecke hing das Seil zum Hintermann plötzlich lose. Wir riefen nach ihm. Nichts. Toljan, der in der Mitte ging, zog das Seil zu sich. Es schien abgebissen zu sein. Die hintere Wache weg. Keine Spur, kein Geräusch. Einfach weg. Toljan stand. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold! Du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Ich habe alles und es verloren. Wird keins geben, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Gehen wir! Bewegung, du Suchkopf! Wie Sie sagen! Du bist es, Artyom. Lass mich etwas ausruhen, ja? Warum? Wie konnte das passieren? Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Hallo, Artyom. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Nein, nur wenn du dafür geschaffen bist. Wenn nicht, bist du für den Rest deiner Tage ein Putzmann oder so. Du hast zwei Hände, hast einen Kopf. Hier ist deine Waffe und los, los, los! Keine Angst, es ist immer die gleiche alte Geschichte. Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt.